Herzlich willkommen zurück bei Die andere Meinung. An meiner Seite Michael Wolfsohn. Michael Wolfsohn, wir sprechen über die Europäische Union, die zusehends zerfällt oder droht zu zerfallen. Die Staaten beziehen sich immer mehr auf sich. Jeder möchte seine Eigenheiten wieder mehr leben. Was für ein Kitt könnte uns denn zusammenhalten? Ja, aber die Eigenheiten sind ja auch fiktional. Das heißt also nicht wirklich. Frankreich, England, Großbritannien, Spanien, Deutschland, das sind ja Vielheiten, das sind keine Einheiten. Wir gucken immer nur und sagen, aha, das ist die Einheit und die Staaten wollen ihre Eigenständigkeit wieder. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass diese Einheit in den jeweiligen Staaten gar nicht besteht. Ja, so. Das heißt also, die Staaten müssen zu sich selbst erst einmal finden, die Gesellschaften, und es sind neue Gesellschaften entstanden. Das ist nicht mehr die Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende alte bevölkerungspolitische Kontinuität. Ich sage nicht, dass das schlecht ist oder gut ist, sondern so ist es einfach. Und veränderte Gegebenheiten brauchen auch veränderte Antworten. So, jetzt muss man auch überlegen, ich bin, um das vorauszuschicken, ein glühender Anhänger des europäischen Gedankens. Aber nicht alles, was man will, kann man auch realisieren. Die nächste Frage, daraus abgeleitet, muss doch heißen, ist denn das Ziel einer Europäischen Union, wie es immer vorgegeben wird, wirklich noch ein realistisches Ziel? Wenn die einzelnen Staaten nicht einmal in ihrem Zusammenhalt gesichert sind, wie soll denn das auf der Gesamtebene der Europäischen Union geschehen? Also die Frage wäre zu stellen, ob man eine uralte Antwort für diejenigen, die deutlich jünger sind als ich, die der General de Gaulle gegeben hat, das Europa der Vaterländer, wobei die Vaterländer ja inzwischen, wie gesagt, auch vielschichtig sind. Also realistisch sich zu überlegen, wo gibt es Felder, auf denen wir intensiv zusammenarbeiten müssen und weil wir müssen oder auch wollen werden. Man muss also diesbezüglich bescheidener sein. Dann sagen manche, ja, also die Demokratisierung. Demokratisierung ist nur eine Methode, um eine Funktionsweise zu garantieren. Eine sehr gute und vernünftige. Also ganz aber pragmatisch? Ist überhaupt das Ziel der Europäischen Union als sicherheitspolitisch. Sicherheitspolitisch wird das auch nicht möglich sein, weil. Ist aber angestrebt. Ja, das wird immer schön gesagt, aber gucken wir uns doch mal wieder die Realität an. Es wird angestrebt und wer ist denn wirklich von europäischen Staaten bereit, wenn es dazu kommt, auch militärisch zu intervenieren? Es wird also bei uns jetzt spätestens seit 2014 verkündet von oberster Stelle. Zunächst einmal war das CDU, CSU, FDP und jetzt ist die Große Koalition. Wir müssen humanitär intervenieren. Wer interveniert denn wirklich von den Europäern? Wenn überhaupt, dann Franzosen und Briten. Italiener sind auch oft dabei. Ja, aber das sind doch alles minimale Einsätze und auch die Einsätze der Bundeswehr im großen Maßstab. Aus Syrien haben wir uns rausgehalten, aus Libyen haben wir uns rausgehalten, in Afghanistan sind wir seit Anfang 2002, ohne dass sich wirklich Grundlegendes dort verändert hätte. Und die ohnehin zögerliche Bereitschaft zu intervenieren hat sich verändert. Wir schicken dann Ausbilder hin, jetzt immer mehr. Wir haben uns ja aus Afghanistan doch eigentlich zurückgezogen, obwohl die Zahl wieder gewachsen ist der Bundeswehrsoldaten. Aber es werden keine Kampfeinsätze durchgeführt. Wenn sich die Amerikaner, wie abzusehen, auch aus Afghanistan zurückziehen, dann können Bundeswehr und die anderen Kontingente sich gleich zurückziehen, denn die eigentlichen Kämpfer sind dann eben immer die Amerikaner gewesen und geblieben. Das Gleiche gilt eben für alle anderen Einsatzbereiche. Also kurzum, wir müssen sicherheitspolitisch zusammenarbeiten. Ja, das höre ich immer wieder. Aber ihr drückt euch doch davor systematisch.
Ja, ich komme da nun auch drauf, weil seit Donald Trump ja jetzt immer mehr von einer europäischen Armee geredet wird, bislang nur geredet, da ist ja noch nicht viel Substanz hinter, aber dass ja schon die Bestrebungen da sind, sich eben unabhängiger zu machen von den USA. Verbal schon. Mhm. Geredet wird viel, gemacht wird wenig. Das lässt sich auch sehr schwer verwirklichen. Das heißt also zum Beispiel die Vereinheitlichung der europäischen Rüstungsindustrie. Das können Sie auch nicht per Knopfdruck machen. Das ist ein langwieriger Prozess. Dann müssen Sie auch haushalterisch dieses Wollen auch durchsetzen. Und dann gibt es in einer vielschichtigen Gesellschaft natürlich diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, wir wollen die Renten sicherer machen, wir wollen die Pflege der immer älter werdenden Gesellschaft auf sichere Füße stellen. Also werden wir nichts dem Verteidigungshaushalt geben. So, und woher kriegen wir denn die Soldaten? Die Europäisierung der Sicherheitspolitik heißt doch im Klartext, wir alle kriegen gar nicht genügend Personal fürs Militär. Machen wir also eine gemeinsame militärische Planung und auch eine europäische Armee. Das heißt, dann ist also das Personaldefizit nicht mehr so spürbar. Wie machst du denn das bitte schön im Alltag? Reden die dann alle Chinesisch oder Deutsch oder Englisch oder Französisch? Und wie schlecht ist oder wie gut ist das schlechte Englisch der meisten Franzosen, Deutschen, Spanier und so weiter? Wie kannst du dann die Kommunikation innerhalb dieser europäischen Armee von heute auf morgen vereinheitlichen? Das ist doch alles Gerede. Ich bin sehr dafür, ich bin vorbehaltlos dafür, aber einfach nur diese Begriffe hineinzuwerfen in die Diskussion, das ist undurchdacht und das programmiert Enttäuschung. Und aus Enttäuschung entsteht dann eben der Verdruss an der Situation. Dabei ist die Situation, wenn wir sie historisch betrachten, zwar problematisch, aber nie ging es uns in Europa, Westeuropa, so gut wie jetzt. Wir jammern auf hohem Niveau, historisch auf höchstem Niveau, das wollen wir halten. Aber wenn wir nur mit undurchdachten Phrasen an die Wirklichkeit herangehen, programmieren wir die Enttäuschung und sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Da wir jetzt schon bei der Sicherheitspolitik sind, können wir auch gleich auf die NATO übergehen. Aber davor würde ich gerne noch mal zum Schluss, um die Europäische Union, das Thema abzuschließen, noch mal die Frage stellen. Wir haben oder Sie haben gesagt, die Gesellschaften sind in Bewegung. Das ist was völlig Normales, auch aus Sicht eines Historikers. Die Europäische Union braucht dabei eben auch Beweglichkeit, um eben auf diese Bewegung angemessen zu reagieren und um auch zu überleben. Trauen Sie das diesem Konstrukt zu? Da würde ich es historisch antworten, menschheitsgeschichtlich. Jede Herausforderung bringt Reaktionen. Also ich kann es weniger ausgeklügelt formulieren. Je schärfer die Krise, desto klarer der Kopf. Wir haben jetzt eine Krise und es ist klar. Das ist eine Chance. Ja, es ist eine eindeutige Chance. Ein weiter so geht nicht mehr. Und nur, da muss man auch den Mut haben, erst zu denken und dann zu reden und nicht immer die vorformulierten Phrasen ausspucken, aber sozusagen auch das Denken programmieren lassen. Und dann grundsätzlich fragen, wie können wir Europäisierung auf der einen Seite erreichen und gleichzeitig die überall in Europa und auch woanders bestehenden und stärker werdenden, ich nenne das mal Besonderheiten, zum Zuge kommen lassen und das trotzdem funktionieren zu lassen, ohne dass es in Aggression überschattet. Und da gibt es Modelle. Ich selber habe dazu föderative Vorschläge gemacht in meinem Buch zum Weltfrieden. Aber das wird wirklich nur in Minderheitszirkeln in der Politik gedacht. Und wenn Sie mit den alten Denkmustern kommen, können Sie die Gegenwart und Zukunft nicht meistern. Ganz einfach. Erst denken und dann mit Verlaub quatschen. Michael Wolfson, wir haben eindeutig zu wenig Zeit zum Reden. Unsere ist nämlich schon fast wieder um. Das heißt, über die NATO können wir nur ganz kurz sprechen. Die können wir ja gerne dann in 4 Wochen, wenn wir wieder zusammensitzen, nochmal aufnehmen. Ganz kurz nur, wie bewerten Sie den Zustand? Jetzt konnte man lesen, dass Donald Trump wohl laut New York Times gesagt hat, dass er den Sinn dieses Bündnisses eigentlich gar nicht mehr sieht.
Das hat er gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft, genauer gesagt noch vor Amtsantritt im Januar 2017 in einem großen Bildinterview, das auch heute noch lesenswert ist, gesagt. Die NATO wird in ihrer jetzigen Form nicht weiter bestehen können. Die Interessen sind total verschieden. Amerika orientiert sich immer mehr in Richtung Pazifik aus naheliegenden Gründen. Südeuropa guckt mehr und mehr nach Afrika und Nahost, wir auch, nicht zuletzt wegen der bevölkerungspolitischen Verschiebungen. Die Skandinavier gucken mehr nach Russland auf verständliche Weise. Und erst recht die baltischen Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien. Also kurzum, wenn Sie auf die Landkarte schauen, können Sie die Interessen erkennen. Das sind alte und neue Befürchtungen. Und Donald Trump ist die Personalisierung dieser Veränderung. Donald Trump hat diese Veränderungen nicht erfunden. Das wird oft vergessen. Und ja, die NATO ist in einer Krise, aber das hängt nicht in erster Linie mit Donald Trump zusammen. Er ist der Erste, der es in seiner Weise, und die ist immer rüpelhaft und nicht immer durchdacht, aber er spricht die Dinge aus. Man soll auch Donald Trump nicht intellektuell unterschätzen. Er ist alles andere als sympathisch, aber er ist kein Dummkopf und er spricht die Dinge knallhart aus. Und die NATO, ja, sie ist in einer Krise. Ich denke, das ist auf alle Fälle noch Stoff für das nächste Mal. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, Michael Wolfson, wieder für Ihre Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und liebe Zuschauer, Ihnen danke ich natürlich auch wieder für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns in einem Monat.